Apropos Bundesländer, die Vorarlberger Nachrichten meldeten zuletzt ja, der frühere Verkehrsminister Hubert Gorbach sei mit 1,9 Promille am Steuer erwischt worden. Unklar ist, ob er nun schon wieder ein Auto lenken darf oder nicht. Egal, auch wie das Reportarchiv zeigt, bleibt Gorbach in jedem Fall mobil. Der Schein ist weg, der in Rosa zum Fahren mit dem Auto, ein paar Jahre bloß nach dem Anschein der Fähigkeit zu führen, ganz oben im Start. Weiterkommen muss er jetzt mit Mitteln, die uns Hubert Gorbach früher gern gezeigt hat, am Gipfel seines Erfolgs. Doch die schlichte Bewegung auf zwei Beinen hinter dem Freund mit Vieren genügt nicht im Land, das ihm immer zu klein war, auch nachher. Der Fundus der volkstümlichen Inszenierung bietet die Lösung. Ein edles Tier verleiht jedem, den es trägt, sonst fehlende Eleganz. Und kein Gesetz hindert da, die gängigen Statussymbole zu benutzen. Leutselig wollte sich Hubert Gorbach immer geben, das Glas war ihm lieb, als Mittel der Politik. Trink, solange der Becher winkt, denn schön sind diese Tage. Ob du morgen auch noch trinkst, das ist eine Frage. Seine Antwort hat er anscheinend gefunden. Was jetzt fehlt, ist Aufklärung in der Führerscheinaffäre. Eine Episode, die alte Muster und große Sprüche plötzlich ganz anders wirken lässt. Die Besten vom Westen an die Posten im Osten. Und das war für heute der Report. Im Namen der gesamten Redaktion danke für Ihr Interesse. Wir sehen einander dann hoffentlich wieder nächsten Dienstag beim Report. Eine schöne Woche noch.